Wie heißt der Papa? Fragte das kleine Mädchen. Ihre Augen wurden groß, als sie zu dem großen Droiden aufblickte, der regungslos vor ihr stand. Nun, laut der Anleitung, die Anderson uns gegeben hat, heißt deine vorprogrammierte Persönlichkeit Hector. Aber wir können ihn nennen, wie wir wollen, Süße, antwortete James, als er das Haar seiner Tochter zerzauste. Was bedeutet Hector? Fragte sie, als sie sich von der Hand ihres Vaters befreite. Er war ein großer Krieger, ein Verteidiger der Stadt Troja. Ist er auch ein großer Krieger? Das sollte er besser sein, nachdem er sich für ihn bezahlt habe. James kicherte. Dann will ich ihn auch Hector nennen. Natürlich, Schatz, sagte James mit einem kleinen Lächeln. PRHAD Nummer 31, von diesem Moment an sollst du auf den Namen Hector hören. Hast du verstanden? Der Droide nickte. Es sah dann nach unten, als das kleine Mädchen seine Hand ergriff. Kann ich jetzt mit Hector spielen, Papa? Fragte sie. Ihr Grinsen lief von Ohr zu Ohr, als sie anfing, an dem Droiden zu ziehen. Natürlich kannst du das, antwortete James. Wann immer Papa Hector nicht benutzt, könnt ihr beide zusammen spielen, so viel ihr wollt. Es wird immer für dich da sein, Sarah. Immer.